Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay hier auf meinem Kanal, und zwar zu Myst Survival. Ihr seht, Continue, ja, ich und Englisch, ihr wisst Bescheid. Ja, ihr habt es gesehen, ich habe schon mal angefangen zu spielen, also ich habe mal reingeschnuppert. Ja, das ist das Einzige, was ich runterschrauben muss. Wir fangen hier auf jeden Fall jetzt ein neues Spiel an. Ich werde auch zum Spiel einiges erzählen. Und wir fangen einfach mal an. Myst Survival ist ein Horror-Adventure-Überlebensspiel wie The Forest. Nur sind wir hier in der neumodernen Zeit in einer Art Kessel gefangen. Also die Map ist nicht wirklich groß. Wir sind umgeben von Bergen. Was erwartet uns? Uns erwarten Zombies. Diese tauchen nur auf, wenn Nebel ist oder Nacht. Am Tag verbrennen sie wie Vampire, komischerweise. Was aber auch gut ist, da am Tag gibt es andere Gegner, und zwar wilde Bären, die einen angreifen. Es gibt aber auch Banditen, die die ein oder andere Behausung haben, die wir natürlich auch looten werden und. Wir werden uns jetzt aber erst einmal in das Game begeben, anfangen zu spielen. Und das Spiel ist noch in der, das Spiel ist noch in der Early Access, also es kann sich jederzeit verändern. Die Map kann größer werden, kleiner werden, es können neue Tiere hinzukommen, es können neue Gegner hinzukommen, es können sich Sachen verändern, es können Sachen rausgenommen werden, es können Sachen hinzugefügt werden. Und ihr seht, ich habe hier ein kleines Shelter. Hier werden wir aber nicht bleiben. Denn, nee, wenn die von oben ankommen, dann sind wir am Arsch. Deswegen, ja, ziehen wir erstmal los. Wie gesagt, ich hatte schon einmal reingeschnubbert, um zu gucken, wie groß die Map ist. Die Türen bleiben bitte auf, und ich brauche einen Benzinkanister. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo wir hier genau sind. Ich bin nämlich beim ersten Start an einem ganz anderen Punkt gespawnt. Ja gut, okay. Dann ist das jetzt auf jeden Fall Neuland für mich. Diese Ecke kenne ich nicht wirklich. So, was haben wir da? Ist ein Haus. Ich muss ganz kurz. Was ich noch sagen muss, ihr seht, ich kann mich selber umbringen, keine Ahnung warum. Ich kann speichern, denn das Spiel ist im Singleplayer. Ich hoffe, es kommt noch Multiplayer dazu. Das wäre nämlich richtig geil. Und warum war das auf Low? Ich will das auf High haben. So. Und ich hoffe, es gibt Multiplayer, dann würde ich nämlich einen Server erstellen und mit euch zusammen einmal das Spiel zocken wollen. So, erstmal ein bisschen was einsammeln hier. Wobei ich weiß, das werden wir sowieso erst einmal nicht brauchen. So, ihr seht, das Auto hat ein Zeichen drüber. Dieses Auto kann ich reparieren, wenn wir mal hier vorne reingucken. Allerdings, ja, wie gesagt, hier werde ich nicht bleiben wollen. So, wir gucken einmal hier rein. Es kann auch passieren, dass einfach mal in einem Haus so ein Zombie ist. What? Alter, erschreck mich nicht so, du Kackding.
Da fängt das Ding hier an zu brodeln. Läuft. Ne, ich habe kein Eisen. Ey. Moment. Nee. Das brauchen wir auch noch nicht so wirklich. Ja, wir müssen überleben. Und ich, da oben ist ein Auto, das werden wir gleich angucken gehen. Ich denke mal, das werden wir schaffen. Leute, wir sind hier in einer Holzfäller, wie nennt man das? Holzfällerfirma. Interessant. Stopp. Warum stopp? Da ist noch eine Hütte. Komponenten werden mitgenommen. So, nee, das ist, soweit ich weiß, können wir das später selber herstellen. Okay, mein Inventar scheint ja schon voll zu sein. Nee, hier wollen wir nicht bleiben. Es gibt einen schöneren Punkt. Den habe ich mir schon ausgesucht und da werden wir jetzt hinrennen. Wenn man mich nicht alles täuscht, da oben ist die Schnellstraße. Hier haben wir Wasser. Gut. Dann werden wir auch gleich noch einen Spawnpunkt sicherlich sehen. Wir lassen jetzt die Gebäude hier einfach mal außer Acht. Da ist wieder was zum Reparieren. Ich weiß, dass hier in der Ecke auch einmal Dings kommen. Banditen. Und oh, das ist schon mal gut. Oh. Ihr habt es sicherlich gerade am Sound gehört. Es gibt auf jeden Fall noch Verbesserungsmöglichkeiten in-game. Das brauche ich erstmal nicht. Hier den Stock nehmen wir aber noch mit. Es kann zu Ruckland kommen, es kann zu Lex kommen. Das kennt ihr sicherlich schon durch Forest. Ich muss aber ehrlich sagen, ich weiß nicht warum. Ich weiß einfach nicht warum. Ist mir aber auch egal. Ja, und hier haben wir schon. Das kann dann nur an der Grafik liegen, deswegen. Schalten jetzt einfach mal alles runter. Sieht trotzdem noch Bombe aus. Kann allerdings auch sein, da hier auf einmal so viel gerendert wird. Und Metallschrott ist aber gut. Da schmeißen wir die Blätter erstmal weg. Das ist nein. Hier haben wir Schuhe. Da muss ich ganz kurz was rauswerfen. Ich sage mal. So, die ziehen wir uns gleich an. Ihr habt es auch gerade gesehen. Ich habe ein Equipment. Voller Stolz mit Schuhen an den Füßen. Hier sind nochmal Komponenten. So. Und jetzt da hinten haben wir schon den ersten Gegner. Einen Teddybär. Ich weiß nicht, ob ihr den seht. Da hinten zwischen den Bäumen. Von denen nehmen wir uns jetzt auf jeden Fall noch in Acht. Da ist ein Rad. Ja, komischerweise in die Autos kann ich nicht reingucken. Ich weiß nicht warum. Ist mir aber auch egal. So, hier mal ein Rad. Alles klar. Ich hab eine Granate. Was hab ich denn? Oh, die Blätter. Da lege ich die Federn hier rein und dann nehme ich das Rad mit. Hehe. So.
Ich weiß nämlich, dass in diese Richtung dann Banditen kommen. Ernsthaft, mitten in der Aufnahme vibriert erstmal mein Handy. Von denen halten wir uns fern, wir haben noch keine Schusswaffen. Was hier, das kann man reparieren, das möchte ich aber nicht, weil das sieht nicht schön aus. Ernsthaft, hier, raus damit, das annehmen. Gut, ich kann die Batterie nicht aufheben, läuft. Hier, da seht ihr schon, da kommt ein verlassenes Auto und ein Shelter. Das wäre auch ein Spawnpunkt. Hier gibt es natürlich auch, eine Wasserflasche. So, kurz das Equip erhöht. Können wir das wieder mitnehmen. Und genau das meine ich mit den Lecks. Fragt mich nicht, wieso, weshalb, warum. Ja. Hier, ich weiß, dass in dem Haus ja Zombie drin ist. Da hinten ist er gerade lang gelaufen und hier vorne steht auch einer. Da. Jetzt kann ich euch das auch gleich mal zeigen. Ihr seht, der verbrennt. Und die sind flink. Was passiert? Wo ist er hin? Wo ist der Dude hin? Lebst du noch oder bist du schon tot? Ich glaube, der ist zurückgerannt. Die suchen sich dann halt wieder Schutz. So, und da hinten sehen wir schon was Weißes durch die Bäume. Hier in dem Haus sind im Übrigen auch noch ein oder zwei Zombies. Da hinten sehen wir schon das schöne Haus, wo wir hin möchten. Und da werden wir uns auch aufbauen. Da hinten sehen wir LKWs, denn ich habe das Haus mit Absicht gewählt. Da hinten ist eine kleine Militärbasis und Außenstützpunkt, wie auch immer. Und ich muss ehrlich sagen, diese Mini-Lags, diese Grafik-Lags, die Soundbugs, die nerven. So, kurz das Rad einbauen. Den Motor einbauen. So, noch irgendwas? Nein. Dann werden wir jetzt das Haus beschlagnahmen. Meine aktive Base. Einziger Nachteil ist... Ja, Soundbug. Einziger Nachteil ist, es gibt keine Minimap. Munition, sehr gut. Ein Hammerle, das ist noch besser. Es gibt keine Minimap. Hat Vorteile, hat aber auch Nachteile. Denn man kann sich keine Waypoints setzen. Wiederum ist es der Vorteil, man muss das Spiel richtig spielen und auf Bedacht und vorsichtig. Und ja, erstmal alles hier rein sortieren können wir später. Das Wasser behalten wir. Den Hammer behalten wir. Das Holz behalten wir. Die werden wir mal behalten, denn wir machen uns als erstes oben ein Bett. Nehmen wir das Zimmer. Nehmen wir das Zimmer. Oder nehmen wir das Zimmer. 1, 2 oder 3. Das dürft ihr mir in die Kommentare schreiben. Oder ich entscheide mich selber. Mal schauen. Und ich hoffe, euch hat die erste Folge gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da.
Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt entspannt. Genießt den Tag und bye bye.